Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zum zweiten Jungler, den ich super gerne momentan spiele. Gameplay Nummer 1 habt ihr vielleicht schon gesehen, vielleicht aber auch noch nicht. Das war Ohren im Wald. Ein bisschen träge, ein bisschen clunky, aber dafür im Teamfight total massiv. Und wenn man mit der Ulti ein bisschen treffsicher ist, geht der total ab. Kayn ist so ein bisschen das Gegenteil. Kommt auch immer ein bisschen darauf an, welche Form man spielt, aber du bist auch erstmal super schnell im Jungle. Du hast eigentlich richtig geiles Early, du hast ein richtig geiles Midgame, sobald du dich transformierst, ist alles gut. Im Late Game, wenn es dann Richtung, wirklich Richtung Late Game geht, das ist der Moment, wo Kayn useless werden kann. Ich hoffe, es wird uns nicht passieren. Ich werde auch noch später ein bisschen über die Form reden. Ich will einfach erstmal sagen, es gibt zwei Jungler, die ich sehr, sehr gerne momentan spiele. Gerade jetzt Preseason Normal Style, wo es nicht so tryhard-mäßig ist. Sobald es später wieder mit dem Rank losgeht, werde ich Mitte und Supporter beibehalten. Aber Kayn und Ornn sind meine Normal Jungler. Alright. Jetzt wissen es alle. Es gibt noch einen dritten Jungler, den ich mag, und das ist Rek'Sai. Irgendwas stört mich an Rek'Sai. Ich kann aber nicht genau sagen, was. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ich lasse mal den Gromp hier stehen und gehe Richtung kleinen Minions. Immer einen Auto-Attack, Fähigkeit, Auto-Attack. Die Kleinen sterben hier nebenbei. Das ist wunderbar durch unser Jungle-Item. Und ich sage es immer wieder: Kayn ist meiner Meinung nach momentan der schnellste Jungler. Es gibt noch Chivana, es gibt noch Nidalee. Ich glaube, Kayn ist wirklich der schnellste Jungler momentan. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, welcher Jungler ist der schnellste momentan? Lol. Zweimal Auto-Attack Reset. Meine Q ein bisschen spät. Ich mache direkt die E über die Wand. Ich nehme jeden einzelnen Heal mit. Auto-Attack, Q, Auto-Attack, W, ein bisschen zurücklaufen. Auto-Attack, ein bisschen zurücklaufen. Auto-Attack, Q, Auto-Attack, wieder zurücklaufen. So muss man sich im Jungle bewegen. So kriegt ihr möglichst wenig Schaden ab. Ich müsste noch ein Camp machen, dann wäre ich Level 4. Aber ich habe gerade ein bisschen Angst vor. Die Gegner haben auch einen Kayn. Top ist gewardet. Falls der Toplane. Ich ping mal da. Wenn. Ne. Kayn ist top, okay. Oh, ich hätte da warten sollen. Oder? Ich hätte den Countergang vorbereiten sollen. Mein Riecher war schon richtig. Lol. Der Teemo blind! Genius! Das Genie! Teemo hat den Yasuo geblendet und ihr habt genau gesehen, was passiert ist. Yasuo wurde total gerackt. Und vielleicht sehen wir in diesem Spiel genau die Unterschiede. Der gegnerische Kayn steht jetzt 0-1 Level 3. Ich stehe 1-0 Level 4. Vielleicht können wir snowballen. Xayah hat kein Flash mehr. Und ich bin Bot. Da ich noch kein verbessertes Smite habe, nutze ich mein Smite kurz für den Camp, für das Camp. Jetzt können wir immer noch kommen. Ist hier gewardet? Ich muss flashen. Oder hätte ich flashen müssen? Annie müsste noch einen Q machen, oder? Oh 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 oh. Da ist noch der Kayn. Ich überlege immer noch, Xayah zu holen. Jetzt weiß er, dass ich hier warte. Okay, der Kayn weiß, dass ich hier warte. Dementsprechend, guck mal, er geht sogar rein. Wir können uns einen kleinen Vorteil erschaffen. Verschaffen, nicht erschaffen. Wobei erschaffen irgendwie auch richtig ist. Und schneller farmen. Schneller Level 6 machen. Kayn hat auch nur den Support hier bekommen. Also das hält sich kurz. Mehr oder weniger ausgeglichen. Toplane ist hart am Pushen. Die Krabbe könnte ich noch machen. Hat der ACTP?
Oh, die Krabbe wurde noch kein Mal gemacht. Das seht ihr da, weil die kassiert einfach extrem viel. Den Orb würde ich gerne wegnehmen. Und die Knospe würde ich auch gerne wegnehmen. Damit der gegnerische Kane es schwieriger hat zu ganken. Ich könnte 5er Boots rushen. Oder Warriors. Cassio kommt. Hashtag Countergank. Ja, moin! Es funktioniert! Ganz ehrlich, ich sollte jetzt nochmal schnell zu den Golems gehen. Hier bringe ich nochmal einen Poro rein, wobei der Poro stand hier eigentlich besser. Warum nochmal das Camp machen? Erstens für den Clear, zweitens, weil ich gerade Smite up habe. Nice, W. Ich bin Level 6. Vielleicht hätte man noch in. Hier hätte man zum Beispiel auch in den. Der gegnerische Kane ist noch 5. Ich hab nicht viel. Ich hab noch keine Assassinenform, das kann ich vergessen. Hat der gegnerische Teamwort TP? Der gegnerische Teamwort kein TP, aber es ist auch noch. Das ist nicht richtig hart eingepusht. Gegnerische Kane ist jetzt auch Level 6. Hat ähnliche Stats wie ich, also. Es hält sich. 5er Schuh brauche ich trotzdem mal. Und jetzt gehen wir Richtung. Er ist eigentlich ganz solide. Damit kann ich ganz gut ganken mit Level 6. Ich bin gespannt, welche Form er nimmt. Ob er Bruiser oder Blue nimmt. Jetzt hat das natürlich leicht hier, der Kane. Der ist jetzt immer genau da, wo die Leute schon low sind. Ergo wird er mehr Seelen zusammenfarmen und wahrscheinlich vor mir die Form haben. Teemo ist ein Range-Champion, Cassio auch. Also er wird wahrscheinlich Assassinen wählen. Ist ehrlich gesagt auch die Form, wie gesagt, ich spiele am liebsten Blue-Form, die ich bevorziehe. Botlane ist schon low und greedy. Kane ist Botside. Level 7, das kleine Camp nehme ich auch noch mit. Wenn es keine richtige Option gibt, um zu ganken und ich keinen Time wasten will zum Counter ganken, full clear. Full Jungle clear. Macht euch dick. Und es ist oft so, dass Kanes wirklich mehr Farm haben als Solo-Laner. Ich habe jetzt hier genauso viel wie die anderen. Natürlich, okay, hier zum Beispiel dieses Camp und viele kleine. Hier wurde gerade gewardet. Kein Smite. Der Unterschied zwischen den beiden Formen. Hier geht's schon zur Sache. Teemo scheint es zu gewinnen, jetzt auch mit dem Pilz. Der KS. Es tut mir leid, Teemo. Ich brauche die Seelen. Es war ein ganz fieser KS von mir. Aber der Teemo nimmt's mit Humor. Es war relativ klar, so wie der Kane stand, dass er darüber sliden wollte. Deswegen habe ich meine Ulti schon selber so gedrückt, dass ich auch über die Wand gehe. Und der ist mir eigentlich gefolgt. Ich war, glaube ich, vor ihm kurz über der Wall. Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte hier. Der Unterschied zwischen den beiden Formen ist für mich der. Der blaue Kane hat totales Überraschungspotenzial, kann mit Jummus und 5er Schuhen wirklich über drei Wände laufen und den Gegner snacken. Wenn sich jemand alleine bewegt, dann killt dich der blaue Kane. Ist es einfach so. Es gibt keinen Entkommen vor dem. Der rote Kane ist mehr so, okay, ich kann im Team mitwirken und wenn ich low werde, habe ich einfach den insane Heal, ich habe den CC. Also es ist eigentlich quasi der Unterschied zwischen Assassine Solo Style oder Bruiser, der auch überall mitmischen kann. Ich persönlich finde die Flexibilität, der blaue Kane mit sich bringt, besser. Und ich habe jetzt inzwischen auch mehr blaue Kanes rocken sehen als rote Kanes.
Ich bin nicht. Ich früher habe ich gesagt, rote Kane safe, hundertprozentig. Aber wir können die Diskussion bei jedem Kane-Gameplay gerne immer wieder führen. Was sagt ihr? Welcher Kane muss es sein? Und wir gehen ihn gleich diven, wenn die Minions da sind. Ich hatte gar kein Dings ab. Ich hatte gar keine Ulti ab. Der Waveclear ist doch so insane. Das ist der erste Turm hier. Teile ich mir noch mal kurz mit Timo. Well played. Oh, wir sind kurz vor der Form. Vielleicht sollte ich noch mal kurz bleiben. Aber da ich öfter Yasuo und Kane gekillt habe, werde ich wahrscheinlich nur die Bruiser-Form bekommen. Aber dann läuft die Zeit wenigstens schon mal. Ich brauche hier einen Poro drinne. Okay, hier steht der Poro erstmal. Ich mag die Keymastery von Poro. Ich glaube, es reicht, wenn ich eine W auf Yasuo treffe, oder? Und ist meine Form jetzt voll? Das kann ich leider. Ja, sie ist voll! Ich hatte recht behalten, welche Form kommt. Aber das ist wichtig, dass jetzt schon mal die Zeit tickt. Ich bin echt low. Ja, die Annie hat mich kurz gesehen und irgendwie Angst bekommen. Jetzt muss ich back. Ich kann aber noch ein kleines Camp machen. Feels good. Ich meine, wir stehen 4-0-2. Bei Minute 15 werden wir den Assassin-Camp bekommen. Jetzt habe ich aus Versehen meine E geskillt. Egal. Okay. Also, Leute. Ich weiß nicht, ob jeder von euch diskutieren sollte über die Form von Kane, weil wahrscheinlich fehlt es einigen an Erfahrung. Ich meine zum Beispiel auf den Worlds, im türkischen Team wurde ja auch Kane rausgeholt und die haben, glaube ich, den blauen Kane gespielt. Und es gibt extrem viele Unterschiede, auch von den Elos her. Am besten melden sich nur die Kane-Mains zu Worte. Nur die, die selber von euch Kane spielen und beide Formen schon mal ausprobiert haben. Wie gesagt, ich war immer ein Verfechter vom roten Kane und ich finde ihn auch immer noch teilweise sehr solide. Ich bin tot. Fuck. Aus welchem Grund auch immer, ich dachte, okay, wir können fight. Hat nicht der Kane hier irgendwie ihn gechased? Und dann gehe ich rein und dann war ich plötzlich komplett alleine. Aber der hat super solide umgedreht. Weil er natürlich sein Ulti als zweites gemacht hat. Hätte ich nicht gedacht, ich habe ihn auch mit der W erwischt. Aber ich sehe gerade, der gegnerische Kane hat sogar schon mehr Kills als ich. Wo hat er die denn her? Immer noch nicht genug für die Form. Beim nächsten Recall, da mache ich kurz hier einen Clear, hole mir meinen Yumus und Assassin-Form. Und dann können wir anfangen, Leute zu one-shotten. Den Fight muss ich mir auch nochmal angucken. Habe ich da Auto-Attacks verpatzt? Die hat mich da gekillt. Ich habe sogar eine Q mehr getroffen, glaube ich. Hat dieselbe Mastery wie ich. Muss ich irgendwas verkehrt gemacht haben? Was? Auf jeden Fall, jeder, der von euch schon mal beide Kanes gespielt hat, warum findet ihr welche Form besser? Das wird eine übelste. Ich will, dass das in diesem Gameplay die Hauptdiskussion wird. Weil ich habe mich auch schon oft mit Leuten diskutiert. Als ich den Red Kane besser fand, habe ich mit Leuten diskutiert, die ganz klar für den Blue Kane waren. Und jetzt verfechte ich so ein bisschen den Blue Kane. Und dann gibt es ganz viele, die aber auf Seiten des roten Kanes sind. So, jetzt, jetzt kommt hier noch die Cassio irgendwie.
Der gegnerische Kane kommt von oben. Habe ich ihn? Oh, The Jukes! Ich habe nicht gewusst, dass sie noch ihre Ulti hat. Und meine W hat, glaube ich, auch nicht getroffen. Aber ich konnte sie juken, indem ich einfach über die Wand gehe und mir so ein bisschen Heal mitnehme. Ah, das fühlt sich genauso an, wie ich es haben wollte. Und jetzt sind wir wieder im Geschäft. Jetzt ist Kane wieder im Geschäft. Und das ist ziemlich viel Gold, das wir hier für Cooldown Reduction investieren können. Ich will so häufig wie möglich meine E auch haben und den Gegner bursten. Tränke brauche ich nicht mehr. Welcome to the Blue Kane. Außerdem finde ich den Skin auf Kane ziemlich schick. Hätte ich nicht gedacht. Ja, die Hälfte der Kills sind auf mir. Und der gegnerische Kane hat sich für den Darken entschieden, für den Roten, das finde ich super. Dann werden wir mal sehen, aber der kriegt ja auch seinen Kill geschenkt hier. Ich bin bereit zu bursten. Er ist hier noch gewardet. Ich bin so flott. Mit Jumus und E bin ich extrem flott. Kommen sie? Okay, wir können den Drake machen. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Reicht es vielleicht? Oh mein Gott, ich kann von Glück reden. Ich kann von Glück reden, dass ich hier noch einen Kill mitgenommen habe. Denn die Cassio Ulti ins Gesicht. Ja, okay. Der Ezreal ist auch tot. Der kriegt aber so. Der kriegt leichte Kills, ne? Du musst gegen sowas wie Cassio ran. Und dir kommt einfach. Ja, das ist. Da muss ich gegenhalten. You give enemy Kane. Kills way too easy. Und sogar noch ein hier. Und noch ein. Da muss ich ja echt hier doppelt drücken, um dagegen zu halten. By the way, Cassio hat kein Flash. Ah, das ist eine Herausforderung. Das ist eine übelste Herausforderung hier. Er hat leider jetzt auch keinen Tank. Ich glaube, die Frage, welchen Kane man spielt, ist auch teilweise abhängig vom Team. Das Team, was wir haben, hätte eigentlich einen roten Kane gut gebrauchen können, weil wir haben keine Frontline. Wir haben eigentlich nur Damage hier momentan. Und ich kann inzwischen Leute verstehen, die Kane spielen, weil Kane, er macht Spaß. Das ist, finde ich, der neue Lee Sin. Minimal besser als Lee Sin, aber manchmal auch von den falschen Menschen gespielt, sage ich mal. Jetzt sind wir in dem Bereich. Entweder killen wir einen. Hier geht's schon wieder ab. Ich glaube, ich kann ja was machen.
Habt ihr gesehen, wie weit ich gereist bin und wie schnell das geht? Seitdem ich Blue Kay ein bisschen besser kennengelernt habe, finde ich den Roten einfach extrem clunky. Holy shit! Das ist halt wirklich auch eine Power von dem roten Kane. Der hat so ein Heal. Der hat einen riesigen Heal. Den Tower nehmen wir mit. Wir sind schon wieder voll. Schade. Risky, 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 risky. Ich geb's zu. Den Engage hätte man über... Oh, 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 sie brennt. Sie heilt sich noch so gut sie kann. Und das reicht. Der Teemo haut Damage. Nice. Ja, den Engage hätte man überdenken können. Ich hab's leider nicht mehr geschafft, rechtzeitig wegzuflashen. Xayah war sehr schnell da. Annie hat noch ihren Stun durchbekommen. Ist okay. So, was baue ich jetzt? Könnte jetzt schon eventuell das Last Whisper bauen. Dann habe ich so gut wie True Damage an den Gegnern. Wobei ich feiere Essence Reaver eigentlich sehr. Ich habe das Gefühl, selbst wenn man Blue Kane spielt, aber den Essence Reaver hat, erstens habe ich dann meine 40% Cool Reduction, was ich ja sowieso, wo ich sowieso ein Freund von bin, aber auch der Heal, den man hat durch Essence Reaver, das ist unnormal, da fühlt man sich als Blue Kane wie der Red Kane plötzlich. Und ja, Tankiness ist eigentlich keine Option. Es muss Damage sein. Und jetzt guckt euch an, die Xayah hat momentan keine Ulti. What? Warum habe ich denn meine E so verkackt? Die war plötzlich... Fuck, ey. Egal, ich brauche meinen Flash nicht. Man hat echt so den fiesen Engage. Das ist schlimmer als ein Zack. Oh, ist die Castillo gewesen? Shit, ich hab's nicht gesehen. Okay, sie war low. Ach ja, das ist ein schönes Kane-Game. Level 16. Der Damage ist auch da. Annie läuft halt immer mit einem Stun rum. Das ist ein bisschen doof. Der Teemo ist bereit eigentlich. Lol. Ah, weil ich Infight gekommen bin, wurde ich abgebrochen. Ich verstehe. Er versucht zu executen. Schafft aber, glaube ich, nicht. Ja, mein Team ist parat, aber ich würde nicht greeden. Last Item. Entweder, das ist halt die Frage. So oft habe ich Kane noch nicht mit Fullbild gespielt. Entweder letztes Item... Das hier oder einen Schutzengel. Oder? Ganz ehrlich, gegen Annie ist wahrscheinlich auch eine... Und gegen... Ja, ja. Nicht nur gegen Annie, auch gegen Cassio. Wenn ich mal CC oder ein Ulti abkriege... Wobei, dann sterbe ich sowieso. Ich glaube, ich bin viel zu squishy. Das ist halt die Frage. Letztes Item auf Kane. Schutzengel.
Hauptsache, ich krieg nicht was. Ah. Bin aber noch nicht fertig hier mit euch. Okay, doch. Jetzt bin ich mit euch fertig. Damage. Ba-ba-ra-ba-ba-ba-ba. Ist der Blue-Buff da? Der Blue-Buff ist nicht da. Aber ein Pink Ward. Die Mobilität von Kane ist auch sehr angenehm. Und die W, die macht so ein Damage, wenn da jemand reinläuft, so wie die Annie jetzt. Kann ich jetzt nicht rein. Godlike. Okay, ich glaube, wir sind. Ich glaube, das war gut. Schade. Nicht mehr rechtzeitig hier in die Wand reingekommen. Den Tower nehme ich noch. Falls das irgendwer defft, würde ich den vielleicht sogar gerne nochmal killen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Yasuo schaffe ich glaube ich gar nicht, weil Yasuo ist Yasuo. Aber Botlane fightet jetzt schon wieder. Fuck die Minions! Sie chasen! Ah, das finde ich gut. Er trifft! Guckt euch an, wer da kommt. Der Asier kommt auch nochmal. Ja, man ist auch nicht unbedingt gleich zu catchen. Haben die irgendeine Global Ulti? Ich kann nicht recallen. Ich hoffe, euch gefällt das Gameplay. Falls ja, Daumen nach oben. Wollen wir mal zwischendurch anmerken. Ist das das Item, was ich brauche? Es fühlt sich gerade gar nicht so an. Ich glaube, wenn ich getibbert werde, bin ich so oder so tot. Was? Ich glaube, Mortal Reminder ist schon... Ja, sie haben keinen Tank, aber versteht mich nicht falsch. Das sind 25% Bonus Armor Penetration. Ich habe schon auf zwei Items Armor Penetration drauf. Das heißt, die Prozente rechnen sich da drauf. Und wenn ich die Rüstung auch von Squishies wegnehme, dann wandert der Damage Richtung True Damage. War da nicht gerade irgendwie die Xayah? Die chased jetzt den Yasuo, wie es aussieht. Ah, das war Klose.
Man ist so schnell. Oh, das macht Spaß. With this blade, I am invincible. Ja, wir müssen eigentlich weiter auf die Top. Die Minions pushen halt noch nicht selbstständig. Na, dann hole ich die jetzt schnell ran. Ist ja nicht so, dass ich super schnell bin hier. Nur ich habe Angst, dass wenn die mich sehen. Genau, Baron, schubst mich immer wieder weg. Ich hol die Midlane Minions. Varus pusht hier. Der Inhibitor ist auch gerade wieder respawned. Hauptsache, die Minions werden gebufft. Die Teemo Shrooms hier. Für den Fall, dass die greedy chasen. Ich glaube, das Game ist jetzt over. Ach du Scheiße! Hab ich halt Damage in meiner W. Oh, das ist gar nicht gut. Lol. Oh mein Gott, da kommen Minions! Da kommen Minions! Das reicht. Okay, die nächste Türme sind jetzt auch tot. Es ist ein 3 gegen 2. Mit gebufften Minions. Schutzengel hier gegen Annie. Das heißt, es ist jetzt ein 4 gegen 1. Cassio gegen den Rest. Ja, nee, die Minions machen das schon. Es ist, sollte GG sein. Cassio kriegt zwar noch einen Trostgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wie gesagt, das ist meine zwei Jungle, die ich ganz gerne spiele. Ihr könnt selbst entscheiden, welches Gameplay ihr besten fandet. Und ich will eine Diskussion von jedem, der da draußen selber mal Kane gespielt hat. Red und Blue Form. Welche Form ist besser und warum? Das war schon so. Die Blue-Form ist wahrscheinlich auch noch besser, wenn es um Snowballen geht. Es gibt halt viele verschiedene Szenarien, wo man Argumente für finden kann. Ja, mein Job ist getan. Level 37 ist erreicht. Nächste Kapsel. Damage Graf. Teemo hat noch mehr reingehauen. Ansonsten mit 300.000 kann ich mich beschweren. Wir kriegen die Feder. Ja, moin. Thank you, guys. Danke fürs Zuschauen. Daumen hoch nicht vergessen, wir sehen uns morgen wieder, euer Mr. Mikey P. Haut rein. Macht's gut. Macht's gut.